Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part zu Let's Play Europa Universalis 4 mit den Österreichern. Ja, im vorigen Part haben wir ja einige Länder unterstützt, beziehungsweise ausnahmsweise haben wir Pommern nicht unterstützt, dadurch hat der Deutsche Orden Pommern eingenommen. Wir haben zum Beispiel Hessen im Kampf, nee, Hessen nicht, das war Köln im Kampf gegen Hessen, so war das zum Beispiel unterstützt. Und ja, wir selber haben sonst bis jetzt nur Salzburg eingenommen, was aber auch noch nicht so schlimm ist. Und ja, ich würde mal sagen, starten wir mal rein. Auf jeden Fall somit das nächste Ziel wird sein, den Deutschen Orden einzunehmen und Pommern wieder unabhängig zu machen. Dadurch bekommen wir natürlich auch Reichsautorität. Das ist natürlich sehr wichtig für uns. Mhm, ja. Und deswegen, und um uns auch noch in Italien ein bisschen unsere Politik dort zu stärken, war das eigentlich ein sehr gutes Kommentar. Da soweit habe ich eigentlich noch gar nicht gedacht. Uns mit, was labe ich eigentlich gerade hier? Uns mit, ja, komm, geh weg, Tipps. Hier, deaktivieren. Ja, so. Mit Mailand anzufreunden. Genau. Dafür brauchen wir selbstverständlich Diplomaten. Die sind gerade in Burgund bzw. in Sachsen. Und die machen dort noch. Was machen die dort? Irgendwas machen die da. Genau, kommt jetzt wieder. Sehr gut. Und wir können auch schon direkt ein Bündnis mit Mailand machen. Sehr gut. Und ich habe noch überlegt. Ja, mit Savoy können wir auch. Das ist ja herrlich hier. Wir müssen noch warten, bis wir die wieder haben. Und dann können wir auch noch mit Savoy ein Bündnis machen. Bündnis anbieten. Wunderbar. So, hier selbstverständlich nicht, oder? Oh, hier Ferrara will auch noch ein Bündnis, nehmen wir auch an. Und Mantua wird auch ein Bündnis annehmen. Da können wir natürlich selbstverständlich auch mal mit einem Bündnis dann schließen. So, dann haben wir jetzt mal eben in ein paar Sekunden hier uns Norditalien zum Verbündeten gemacht, bis auf Venedig. So, genau, mit denen müssen wir plus 100 kommen. Das schaffen wir, denke ich mal, nicht. Ich überlege gerade sogar die Aufgabe abzubrechen, da wir einfach zu wenig freundliche Beziehung mit denen bekommen. Ich gucke gerade mal, was wir machen. Wir mal den rein. Dann brauchen wir erstmal wieder mehr Geld, ja. So, ja, Diplomat ist wieder angekommen. Verbessern wir nochmal die Beziehung. Staatsehe von Mantua auch wieder. Und Böhm habe ich auch schon überlegt anzugreifen, aber erstmal, wie gesagt, okay, der greift jetzt Polen an, das ist ziemlich doof. Die mögen uns sogar ziemlich hier, aber dann, nee, mit dem mache ich kein Bündnis. Befreiung von Hinterpommern, Alliierte müssten eigentlich, oh, jetzt, okay, die ganzen deutschen Staaten werden da nicht beitreten, also die italienischen meine ich. Deswegen erkläre ich denen so den Krieg und hole die vereinzelt rein. Dann, sofern der Krieg halt kommt, sag ich mal. Vielleicht brauchen wir aber auch erstmal gar keine Verbündeten. So, Polen holt sich natürlich schon ein paar Provinzen. Das stört mich schon. Immerhin gehören die ja nicht zum Reich, deswegen. Die marschieren da das schön vor, genau. England hat immer noch, glaube ich, oder haben die den überhaupt? Oder hatten die den schon, diesen War of Roses? Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ja, Beziehung wieder verbessert hier. Also, ich breche die Mission ab, weil das hat keinen Sinn mit denen, Burgund. So. Ja, die bewegen sich hier vor, genau. Diplomat ist auch wieder angekommen. Wen können wir denn unsere Beziehung verbessern? Ja, Neapel, doch eigentlich schon. Und mit Dänemark. Dänemark wäre auch gar nicht mal so doof, mit denen eine gute Beziehung zu haben. So, ja. Ich greife mal an. Besetzt durch Böhm. Okay. Ja, gegen Böhm, da wird auf jeden Fall auch noch ein guter Krieg kommen, sag ich mal. Ein großer. Da wissen wir auf jeden Fall um einiges. Kann ich eigentlich gegen den auch sowas fordern, von wegen mit Rückgabe? Ja, das nimmt er doch sowieso nie an. Warum sollte man das auch annehmen? So, jetzt haben die Frieden. Die Polen mit den
mit den deutschen Orden. Ich weiß jetzt gar nicht so, was der jetzt hat. Also der, was jetzt deren Friedensbedingungen war. Jedenfalls hat jetzt, oh, Bandenburg hat einfach viel mehr Gebiet als ich. Die haben jetzt schon mittlerweile 6 Provinzen nur hier jetzt in diesem Bereich. Das ist gut. Okay, das geht selbstverständlich nicht. Wen haben wir denn noch so als Verbündeten? Verbündet mit Österreich. Ach so. Nee, ich meinte uns selber eigentlich. England, nee. Polen. Können wir nicht reinholen. Brandenburg auch nicht. Köln. Nee, auch nicht. Schade. Mainz. Mainz, 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 Mainz. Wo ist das? Da. Auch nicht. Schade. Da. Wen können wir denn dann noch so reinholen? Hallo, gehst du mal auf die Diplomatie wieder? Jetzt. Ah, nee, da muss ich anscheinend den Krieg doch alleine gewinnen. Oder ich versuche nochmal Polen mit reinzuholen. Ah, nee, wir haben gar kein Bündnis mehr, sehe ich gerade. Ah, nee, haben wir doch noch. Okay. So ein bisschen zurück. Ja, Venedig, das ist mir schon so ein ordentliches Dorn im Auge. Zum uns jeden Fall auch noch. So, die Gebiete werden jetzt hier eingenommen. Hoffentlich kann ich mehr fordern. Besten gleich direkt ganz Pommern gründen. Da fällt wahrscheinlich, ja, Litauen rein. Händler, okay. Deutsche Orden schloss ein Bündnis mit Ungarn, unserem Erzfeind. Das ist extrem gefährlich. Obwohl jetzt gerade eigentlich nicht, weil er wird ja gerade besiegt hier von Polen, beziehungsweise eingenommen von Polen. Da stört uns das natürlich nicht so. Aber angreifen tun wir mal. Großflächigen Angriff hier. So. Da haben wir sogar eingenommen. Dann gehen wir mal nach Stettin. Truppenlimit, Modifier, was nehmen wir denn mal? Truppenlimit nehme ich mal. Kann ich mehr eine Einheit führen, denke ich mal, oder? So, das halten wir alles so weiter auch besetzt, die Gebiete dort. Ja, unsere Autorität liegt bei 1%. Also extrem schlecht. Imperialbefall, Kriegsführungskrieg. Sie haben Angriff auf. Okay. Stimmrecht gewähren. Okay. Momentan ist das ziemlich ausgeglichen. Sachsen könnte uns noch mal eigentlich wählen, wobei wir haben wirklich keine Diplomaten mehr. Die sind stark limitiert. So, da greifen wir auch noch mal an. Na, schade, hat nicht so viel jetzt gebracht. Den bewegen wir mal nach Vorpommern. So. Genau, da oben ist noch Flotte. Das ist uns egal. Die kann uns da nicht viel anhaben. Neuen Papst. Und wir haben einen neuen Thronfolger, den Maximilian. Genau, die Einheit können wir direkt mal nach. Ne, die bewegen wir mal nach Tirol. Ich denke mal, gegen Schweiz müssen wir auch noch ein bisschen kämpfen. Ja, die sind auch stark verfeindet mit uns. Bauen wir mal einen Marktplatz. Wohin? Ach, da unten nach Görz. Wir haben einen Agenten entdeckt in Wien.
Okay. Da hat sich gerade, glaube ich, mal Zovia gegründet, wenn ich mich recht entsinnen kann. Okay. Ja, okay, da haben wir jetzt wieder was Gebiet besetzt. Wie sieht das sonst eigentlich so in der Welt aus? Ja, hier ist noch alles relativ normal. Osman haben Kanda eingenommen. Da ist auch noch fast alles normal, außer dass das Tver oder wie das heißt fehlt. Jo, in Deutschland, da lösen sich aber schon diese Kleinstaaten jetzt ziemlich stark auf. Da werden kommen jetzt, sag ich mal, mehr größere Nationen. Vor allem im Norden sind ja extrem viele gewesen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. So, dann greifen wir wieder an. Mal sehen, eventuell können wir... Ja, wunderbar. Können wir besiegen. Gut. Ja, jetzt die Frage, was kann man jetzt schon für 63... Weil wir können ja leider das Land erstmal nicht weiter besetzen. Und wir haben keinen Diplomaten, das ist auch sehr gut. So, Neapel, kennen wir irgendwie eine Dynastie, ja. So, dann höre ich mal auf, euch zu beeinflussen. So, was will er denn, Deutsche Orden? Tritt Stettin an Östen? Nee, was will ich denn mit Stettin? Das kannst du mal wegbleiben. Das kann der... Obwohl, vielleicht muss ich das auch annehmen, damit ich das den anderen sozusagen geben kann. Den zum Vasallen oder so machen. Ja, jetzt wieder nicht mehr, oder was? Das sind mir auch... Ah ja, okay, die haben auch eine... Stimmt, mhm. So, Frieden verhandeln. Nation entlassen, Pommern. Die drei Provinzen. Entlässt er ja dann hoffentlich auch. Okay, dann werde ich das mal dieses Angebot stellen. Sehr gut. Ein Prinz steht auf. Wie der Phönix. Wie der Phönix ist Pommern die Reichsnation aus der Asche aufgestanden. Ihr erhaltet 8 Reichsautorität. So, Kulm gehört uns auch. Das bringt uns natürlich extrem viel. Okay, da haben wir Stoff auch noch ein bisschen was. Schauen wir mal eben hier. Polnische Patrioten. Okay, Manage. Und dann können wir nicht, weil... Achso, wir brauchen eine Landverbindung hin. Ich sehe da auch nicht so den Sinn drin, warum wir da jetzt... Aber ist ein anderes Thema. Vielleicht können wir das ja irgendwie den Polen verkaufen. Wie sieht's aus, Pole? Gib mal Geld dafür. Wirtschaftsaktion. Provinz verkaufen. Wo ist es? Kulm. Und nicht mehr für nichts nimmt das an. Also, mit der Provinz, da werden wir mal sehen, was da noch passiert. Agenten haben wir in Salzburg von Böhmen, ihr alten Säcke da. Das kriegen die auf jeden Fall wieder. Ich hole mir mal kurz ein paar Rebellen da auch. Ja, komm. Oder kann ich da nicht hingehen? Anscheinend nicht. Ich kann hier prinzipiell nirgendwo mehr hin. Ja, jetzt wählen uns auf jeden Fall schon wieder hier mehrere Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das... Unsere... Ja, warum hat denn der Minus jetzt mit uns? Der misst uns doch von Hannover. Pommern hatte das Adelshaus von Hannover. Interessant. Ja, machen wir das mal. Die Frage ist jetzt allerdings... Das ist nicht unser Vasall. Das wird da oben stehen. Wir sind zwar jetzt relativ negativ mit dem gesinnt, aber das... Ja, da müssen wir jetzt durch, sag ich mal. Wo kann der Marktplatz... Ach, da oben in Kulm. Hauen wir den da mal rein. Was könnten wir denn jetzt mal so... Wo können wir denn jetzt mal kämpfen? Mit Ritter und Böhm. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall in 2 Frontenkrieg verwickelt. Uns würden aber extrem viele Nationen helfen. Aber die wichtigsten nicht. Polen, England, Savoy. Warum nicht? Man muss sich mal kurz auf dem... gucken, warum die das nicht machen. Staatsehe mit Dänemark. Ja, sehr... Das nehme ich sehr gerne an. Staatsehe hatten wir schon. Und ein Bündnis können wir ebenfalls schließen.
BitChain. So. Ja, jetzt müssen wir erstmal auf den Diplomaten warten. Bis das mit dem alles, bis wir mit dem dann hier halt mal schauen können. Wer will uns hier helfen? So, Dänemark ja. Polen sogar auch. Falls nein. Ja, das würden wir sogar gewinnen, so ein Krieg gegen die, gehe ich mal stark von aus. Die Frage ist, wollen wir uns das trauen? Wollen wir uns das trauen, ist die Frage. Noch mit Venedig, ja, das ist jetzt nicht so was. Und Schlesien ist auch nicht so schlimm. Und wir haben wen? Dänemark, ja, der wird es wahrscheinlich eher indirekt helfen, wenn überhaupt. Polen, das ist schon ziemlich eindeutig. Brandenburg hat auch gar nicht mal mehr so wenig. Die haben schon 14.000. Das ist nicht schlecht. Köln, ja, das sind halt diese ganzen kleinen Provinzen da. Sachsen, Verwera, Mantua und so hier würden auch helfen. Savoy nicht. Das mache ich und dann greife ich Böhm an. Dö-dö-dö-dö. So. Wir sind jetzt genau gegen den Krieg. Das mache ich einmal kurz Start. So. Oh. Jetzt schauen wir mal. Also auf der gegnerischen Seite ist Korfu. Das ist so ein. Hier. Da ist das. Naxos. Was ist da? Also die sind jetzt nicht so interessant. Ja, Schlesien hat auch wahrscheinlich nur maximal 3000 Soldaten. Trier ist dort. Das weiß ich nicht. Aber die haben auch wahrscheinlich nicht so viel. Und Venedig. Die haben jetzt, sehe ich, dort direkt keine Soldaten. Wahrscheinlich haben die auch mehr. So auf ihren, wenn auf Kreta oder sowas stehen. Auf unserer Seite ist, also wir logischerweise, Brandenburg, Dänemark, Ferrara, Holstein, Köln, Litauen. Ja, automatisch durch den Polen, stimmt. Mailand, Mainz, Mantua, Mazovia, Modena, Moldau, Norwegen, Polen, Sachsen, Schweden. Oh. Das sind ziemlich viele Leute und insgesamt sind das 139.010 Soldaten und 60.094 Kavalleristen gegen 32.000 Infanteristen und 15.000 Kavallerie. Also das ist ein. Okay, ich weiß das jetzt selber. Ich weiß selber, dass jetzt nicht alle hier in Böhmen vertreten sein werden. Aber das ist doch schon eine eindeutige Überzahl. Den Böhmer bzw. Venezianer. Oder wie man das so genau ausspricht, gegenüber. Und ich bin jetzt auf jeden Fall sehr stark interessiert an Venedig nebenbei. Das ist so ein schöner Nebeneffekt, aber selbstverständlich auch hier am Böhmen und Mähren. Böhmer Wald. Okay, Böhmer Wald ist ja nicht Böhmen direkt, aber sowas ähnliches, sag ich mal. Oh, hier ist eine Überzahl. Hier auch. Hier auch, hier auch. Hoffentlich hilft da mir jemand. Oh, ja, das schaffen wir gerade so. Und das Land ist halt schon stark besetzt. Das ist halt der Vorteil als Kaiser. So, den haben wir uns da jetzt mal gekrallt. Den verfolgen wir. Okay, da verliebt. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Ihr solltet euch nämlich eigentlich sammeln. Ah, dann schwächt den halt an. Ja, hier kämpfen wir noch gegen die Böhmer, die keinen Befehlshaber mehr so wirklich haben. Und dann ab nach Mähren. So. Ja, das war es dann auch schon fast mit dem Gegner. Noch der Venezianer ist jetzt so wirklich das einzig Störende. Der, wenn der schlau ist, greift jetzt Mantua und Mailand etc. da unten an. Muss man mal sehen, wie der das so macht. Ja, also der Däne und etc. rückt er auch vor. Da hinten ist jetzt noch Trier, sehe ich gerade. Also das sollte eigentlich Mainz und Köln zusammen schaffen gegen den. Dann müssen die aber auch zusammenkämpfen. So, ich schicke die mal nach Salzburg. So, da ist schon Nachschubmangel. Ah, ich glaube, der verfolgt mich jetzt. Bewege ich den mal lieber ja, nach Linz. Schweden kommt auch an. Also ihr seht gerade selber, was für ein Gebiet uns hier gerade unterstützt. Halb Europa, wenn man das so sagen kann. Und gegen uns ist halt ein kleiner Teil und auch eher unbedeutend. Oh. Und auch eher unbedeutende Länder. Ich frage mich nicht, wo der jetzt die Armee her hat. Ja, genau. Burgund. Oh, die haben schon wieder einen König, deswegen habe ich die auch nicht geerbt. Mist. Naja, gibt's Schlimmeres. Gibt's Schlimmeres. Oh, was höre ich denn da? Jetzt minus 1% bis jetzt. Das liegt auch nur in den verlorenen Schlachten, weil die Provinzen noch nicht ganz eingenommen sind.
Dann schicke ich den mal kurz nach Do. Oh, was ist hier? Ruf zu den Waffen. Mainz gegen die Pfalz. Haben die jetzt irgendwie den Krieg so fallen lassen in der Art? Wenn man das so sagen lass, wenn man das so sagen kann. Kriegen die nochmal einen General rein. Dann ziehe ich nämlich die 10.000 dort ab. Oh, wir machen bis 4 plus, machen wir gerade. Dann mache ich das mal so. Ja, die besetzen auch fleißig weiter. Ja, Böhm sieht doch schön aus so eigentlich. Ja, das gehört sich so gerade. Und Polen nimmt den deutschen Orden noch weiter an. Ich frage mich auch, ob man Länder eigentlich in das heutige Römische Reich integrieren kann, weil an Polen bin ich doch schon ganz schön interessiert als Bündnispartner. Die könnten uns ziemlich unterstützen, auch in der Position des Kaisers. Und bis jetzt, oh, minus 1164. Aber das ist nur Trier, sag ich mal so. Und sollen wir hier lieber Sachsen nochmal bald unterstützen? Die haben Regentschaftsrat, mit wem? Und Brandenburg. Wir sollen uns hier alle mal irgendwie so ein bisschen wählen. So. Gut, 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 gut. Lass uns zusammen. Ja, 21.000, das könnte sogar klappen. Na, da unten, da. Das macht hier der Italiener. So, hier Burgund sehe ich gerade, fällt hier in. So langsam kommen die mir zu nahe, die Burgunder, ehrlich gesagt. Da können wir uns sogar überlegen, ob wir uns mit den Franzosen verbünden. Gegen den Burgunder. Ups. Ob das vielleicht auch eine Option wäre. Weil der Burgunder wirklich, also wenn der hier die Schweiz hat, der ist ja direkt schon fast an der Grenze ran. Und der hat im Reich auch. Dann soll er hier, der Franzose, halt ein paar Provinzen kriegen. Aber wir müssen natürlich auch von profitieren. Wäre natürlich schöner, wenn wir das jetzt geerbt hätten. Aber ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung, wie das geht, dass man den erbt. Irgendwie, dass man eine Staatsehe hatten wir aber. Das verwundert mich. Oder vielleicht hätten wir auch die eine Aufgabe gewinnen müssen gegen den. Diese eine Mission, die ich abgebrochen hatte. Ja, wir können auch nächstes Jahr wieder was wählen. Also eine Aufgabe, eine Mission. So, machen wir mal die Zeit wieder ein bisschen schneller. Und Angriff. Das sollten wir eigentlich schaffen. Da wir auch natürlich zwei Generäle haben. Bessere Versorgung. Das könnte funktionieren. Mit Überzahl sind wir jetzt nicht. Ja. Sieht doch nicht so gut aus. König von Burgund stirbt. Oh, 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 oh. Der Tod des letzten. Was hat denn der Franzose da im Gebiet eingenommen? Der Tod des letzten Königs von Burgund stürzt das Land in eine sehr ungewisse Zukunft. Benachbarte Länder und diejenigen, die durch Staatsehen verbunden sind, warten nur darauf einzugreifen. Es ist sogar die Rede davon, dass der Kaiser die Hinterlassenschaften seiner Länder eingliedern möchte. Da Teile der Ländereien innerhalb des Heiligen Römischen Reichs liegen oder zumindest eine kulturelle Verbindung haben. Sollten wir die Teile vielleicht beanspruchen, wie es uns zusteht? Da erben wir die oder vergesst es und das bringt uns einfach gar nichts. Zack, der Hörer gehört uns das doch. Ja, nice. Da haben wir jetzt ein paar Gebiete geerbt. Von dem Burgunder. Hallo, neue Gebiete. Ja, da haben wir jetzt mal Ostfrankreich und Belgien halt. Oder einfach besser gesagt Burgund. Und ja, die paar Gebiete wurden jetzt abgegeben an Frankreich leider. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich glaube, nebenbei ist hier der War of Rose. Nee, ist immer noch hier. Lolladen, Heretiker, also gläubische Krieger. Ja, jetzt haben wir auch Burgund. Damit denke ich auch mal ein höheres. Ja, ein sehr, sehr viel höheres Einkommen. Aber wir müssen selbstverständlich auch nicht wir dürfen selbstverständlich auch nicht vergessen, dass wir hier im Osten ziemlich viele
ja, ziemlich viele Sachen, sag ich mal, also Sachen, Einheiten rekrutieren müssen auch, um halt die Ländereien dort auch von Rebellion zu schützen. Das werde ich jetzt nämlich auch mal machen. Und wir müssen halt auch versuchen, möglichst die Bevölkerung dort in, zum Beispiel, die sind ja hier, was habe ich da eben gesehen? Ups. Wallonisch. Dass wir die natürlich österreichisch machen, damit die keine Probleme mehr mit uns haben. So. Ja, da haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal um einiges mehr Macht, sag ich mal so. Und ja, so, wie lange belagern wir den Spaß da eigentlich jetzt oben? Also das geht ja gar nicht. Wir greifen jetzt auch mal an und oh, werden wir da unterstützt? Oder marschiert er nur durch? Oder fliehen wir alle? Wir fliehen, glaube ich, alle. Das ist ja nicht so schön. Schweden aber, der marschiert hier mit einer ordentlichen Armee, auch mit anderen noch zusammen. Ja, jetzt kämpfen die da sogar. Ja, sehr schön macht ihr das zusammen. Das nenne ich mal Teamwork. Die burgundischen Provinzen. Gewisse Provinzen, die während der burgundischen Erbfolgekrise in unseren Besitz übergangen sind, werden von anderen Mitgliedern des Heiligen Römischen Reichs beansprucht. Sie verlangen, dass diese Provinzen an sie zurückgegeben werden. Also, Österreich verliert den Kern Metz da nach Lothringen. Diese Länder gehören uns. Was ist der Stahl? Ja, wir verlieren da ja auch nicht nur 10 Prestige, wir haben 91. Na, das gehört uns. Das gehört uns. Ja, jetzt mag er mich nicht, komm. Das ist auch nicht jetzt so schlimm, der hat doch eh keine Macht so wirklich hier, oder? Nee. Zumindest keine wählerische. Und von daher geht das auch. Also wirklich, ich habe das schon oft erlebt, also dass man hier mit Österreich auf späteren Spielständen, weil ich habe das wirklich noch nie gegründet, dass man dort halt wirklich immer eine Armee haben muss, die gegen die auf Rebellen halt etc. aufpasst. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nie in Europa oder das 4 gesehen. Bis jetzt sind da auch keine Rebellion, sondern bis jetzt nur die Polen dort oben in Kulm. Aber sonst geht das eigentlich so. Hier ist eine riesige Schlacht. 42.000 Soldaten aus allen Herren Ländern gegen 20.000 Norditaliener. Ja, das gewinnen wohl die anderen. Also die mit 40.000, ist ja logisch. So, die besetzen hier für uns. Ich hoffe, ich kann das auch annektieren dann, wenn die das besetzen. Da habe ich nämlich so ein bisschen, ja, bisschen so Bangen vor, dass wir jetzt nicht gleich die Provinzen bekommen. Und also ihr seht schon, zusammen geht meistens alles auch besser. Vor allen Dingen, wenn man so, weil ihr seht es schon selber, viele kleine machen halt einen großen aus, sag ich mal. Also viele, diese ganz kleinen 3000 Armeen und so, wenn die sich zusammenwürfeln, können die auf jeden Fall auch schon großen stürzen, weil das halt so viele sind, kleine Armeen, viele Generäle, wenn man das halt richtig anstellt, ne? Und hier halt hat er immer noch der Venezianer eine überlegene Flotte. Frankreich müssen wir eigentlich auch mal in die Schranken bald weisen. So Nordfrankreich so ein bisschen hier. Tontquelle. Damit er uns da nicht zu dicht auf die Pelle rückt. Oder wir machen. Sind die eigentlich alle so verbündet miteinander? Gar nicht sogar. Die haben. Die Bretagne hat als Rivalen Mailand und den Vatikan. Also, ja. So, hier Marktplatz, also ihr könnt da mal raufgehen und seht ihr, was euch das bringt. Ich baue jetzt erstmal die Marktplätze, damit wir mehr Steuereinnahmen automatisch haben. Und dadurch natürlich auch, ach ja, Technologie, was ist eigentlich mit unserer Technologie, fällt mir gerade ein. Ja, das geht eigentlich bis jetzt. Noch. Ja, unsere sind fertig mit ihrer Aufgabe, sag ich mal so. Wir können da jetzt eigentlich nicht mehr wirklich viel machen. Weil halt die ganzen Provinzen, oh doch, da. Dann stehe ich halt da kurz rein. Aber das macht jetzt auch schon wieder wer anderes. Also wir können ja wirklich keinen einzigen Schritt, also oder wir müssen keinen eigenen Schritt machen. Und wir haben auch, sehe ich gerade hier, von 100. Aber ich lasse sie mal weiter besetzen, weil das hat der, er hat Venedig verdient, ehrlich gesagt. Also wer hier so mit dem Kaiser umgeht, der, ja, der braucht auch, der wird nicht mit offenen Armen empfangen, sag ich mal so. So, wo haben wir jetzt einen geringen Unter? Ne, gar nicht mehr, okay. Kriegssteuer etc. brauchen wir auch nicht. Manage, nee, das geht auch alles. So, du bist mal eben ruhig. Ihr nehmt das mal schnell ein. So, komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. Abweichende Berater für den Prestige.
Der Armee-Organisator. Ja. Vor allem ein paar Prestige. Ich weiß gar nicht, was bringt über Prestige. Okay, das bringt sogar ziemlich viel. Ja, das bringt sogar sehr. Was war das unten da? Da. Bessere Beziehung, extrem. Also habt ihr ein hohes Prestige, seid ihr auf jeden Fall diplomatisch in der Oberhand, sag ich mal. Und Böhmen und so allein haben natürlich jetzt auch einen sehr schönen wirtschaftlichen Schaden durch, damit, dadurch, dass sie halt so lange besetzt sind. Verteidiger der Satiren, also das geht auf jeden Fall schon voran. Und der, ach, da unten sehe ich gerade noch eine Provinz. Nee, da kriegen wir keine Durchmarschrechte, brauche ich gar nicht fragen. Dalmatien, da besitze ich halt den Rest hier. Du holst wirklich aus Dalmatien und Kreta jetzt ziemlich viele Österreich und Frankreich. Da verliere ich lieber schnell ein Prestige, weil auf den Krieg gegen Frankreich bin ich jetzt noch nicht aus. Dann steigere ich das mal kurz. So. Ja, da holt ihr, wie gesagt, von Kreta und Dalmatien halt immer wieder neue Einheiten. Und da sind auch ziemlich viele Rebellen. Was sind das genau für welche? Freiheitskämpfer, lombardische. Da marschieren wir da mal direkt rein, da bei denen. Oder das können auch die anderen eigentlich machen. Und jetzt gucke ich mal, was ich hier denn so fordern kann. Nee, ich warte noch, bis die Ecke hier besetzt ist, weil Istrien möchte ich doch gerne schon besitzen. Diese Ecke hier. So, wer fragt, starten sie mit Mainz? Das nehmen wir an. Ne, ignoriere ich jetzt. So. Präbefragt liegt uns gegen die Hanse. Die Hanse hat nämlich hier Stade eingenommen und das war mal entweder braunschweigisch oder nee, das war Braunschweig. Was ist das hier jetzt? Friedensangebot von Trier. Trier zahlt 168. Das nehmen wir an. Was will ich denn sonst von Trier? Also ich wusste noch nicht mehr, dass sie im Krieg waren. Aber gerne, das Geld nehme ich gerne an. Und das wird auch direkt weiterverarbeitet. Anders können wir das jetzt eigentlich wirklich noch nicht so sehr nutzen. So, dann haben wir das jetzt direkt mal in neue Gebäude investiert. Und gucken nochmal bei Dänemark. Wir sind schon, also wir haben eigentlich schon wirklich, Staatsehe haben wir noch nicht. Und Bündnis haben wir, genau. So, wir können uns jetzt auch eine neue Quest aussuchen. Verteidigt die südliche Niederlande. Ist nicht im Besitz von Frankreich. Was jetzt? Was? Keine Provinz in Spanisch Niederlande. Ist nicht im Besitz von Frankreich. Okay. Verbessert die Beziehung zum Kurfürsten in. Was? In. Irgendwas. Meinung von Böhm. Nee, das erschafft eine richtige Flotte. Das mache ich mal. Weil Böhm, da brauche ich gar nicht erst ankommen. Das wird dann nämlich der gleiche Spaß wie mit Burgund. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ganz einfach, genau. Dann nehmen wir mal unseren Franz Karl Stichsen. Den nehmen wir da mal mit, genau. Und jetzt können wir auch noch direkt mal Frieden verhandeln mit Böhm. So. Eine Staatsehe können wir zwar haben, aber möchte ich nicht. So, was kann ich denn hier jetzt so fordern? Mähren kann ich vor. Ach, schade. Das kann ich wirklich nur die Gebiete fordern, die ich auch dort eingenommen habe. Träge verkündigen, aufkündigen soll er. Böhm wird die Kurwürde verlieren, das ist gut. Was geht hier sonst noch? Vasallen aufkündigen. Machen wir das auch mal. Böhm tritt Kernprovinz an Niederbayern. Ja, dann machen wir das weg. Dafür haben wir nicht. Ja, aber klar. Wie viel brauchen wir dafür? 100. Und wir haben jetzt 20. Warte, dann mache ich kurz irgendwas weg. Irgendwas Unnötiges. Ja, dann mit Trier das halt. Brauchen wir immer noch 100. Okay, wir müssen allgemein dann auf 100 sparen. Das ist ja schade, dass ich da wirklich die Provinzen besetzt halten muss, um die einzunehmen. Also das muss ich mal so im Hinterkopf ein bisschen behalten. Vor allem mit Venedig auch. Ich brauche jetzt 100, genau, Diplomatie. Aber, da ich jetzt schon ziemlich lange aufnehme, werde ich jetzt hier den Part beenden. Ja, eigentlich ist ja der Krieg schon zu Ende, nur noch nicht offiziell sozusagen, aus Gründen, wie gesagt, wegen meiner diplomatischen Macht. Und ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Ich denke mal schon, mir auch. Ist ja eine Menge passiert. Wir haben viele Kriege schon gewonnen, jetzt sozusagen gegen deutschen Orden, gegen Böhmen, gegen Venedig. Und wir haben auch Burgund geerbt, was auch
sehr schön ist. Und wir sind doch eigentlich relativ im Deutschen Reich, wollte ich schon sagen, im Heiligen Römischen Reich beliebt. Und ja, das soll auch hoffentlich so bleiben. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder im nächsten Part ein und lasst auf jeden Fall ein Like, einen Daumen und auch gerne einen Kommentar da. Like und einen Daumen, was laber ich? Ein Like, einen Kommentar und ein Abo so. Sorry. Und ja, dann bedanke ich mich auch fürs Zuschauen und wie gesagt, schau bis zum nächsten Mal.